Leute, ich bin getaggt worden von Survivalflow 96, um eben halt eine Pflanze vorzustellen für ein Rezept oder eben halt wegen der Heilwirkung, sagen wir so. Die ganze Sache hat Monty ins Leben gerufen, der Michael. Und da werden wir mal gucken, was wir hier so finden. Wir haben jetzt nämlich gerade Holunderblütenzeit und da können wir bestimmt was dazu erzählen. Also bis gleich. Mal einen typischen Holunderstrauch. Da oben sieht man die weißen Blüten noch. Weiter unten hat meine Frau schon alles abgesammelt. Können wir mal hier rüber gehen. Da sehen wir es ein bisschen näher. Und wir sammeln die eigentlich sonst immer für Gelee. Dieses Jahr wollen wir mal Holunderblüten-Sirup machen. Und man kann das natürlich hervorragend auch als Tee trinken. Man kann zum Beispiel aus den Blüten Holunderblüten-Gelee machen. Der schmeckt lecker. Man kann auch aus den Früchten eine herrliche Marmelade machen. Und von der Wirkung her ist eben halt als Tee gut für Erkältung und fiebersenkend. Echt eine feine Sache, also da sammeln wir jedes Jahr jede Menge von den Blüten. Hier haben wir zum Beispiel mal den Giersch. Das ist natürlich eine feine Sache fürs Kochen. Also Heilwirkungen sind mir jetzt keine bekannt. Aber ein feiner Spinnertersatz. Da ist meine Frau ganz wild drauf und da ist sie richtig Giersch. Also das wäre jetzt mal wirklich was für die Küche. Schmeckt echt lecker. Gucken wir mal zum nächsten, was wir so finden. Auch nochmal mit der Blüte. So sieht das Ganze dann aus. Ziemlich zarte Blüten. Ja, ein gutes Erkennungsmerkmal hier. Das gibt es in Mengen, also Spinnert ohne Ende. Wird sicherlich annähernd so viel Eisen haben wie die Brennnessel, die man ja auch herrlich als Spinnert machen kann. Wirklich eine feine Pflanze. Mal zum Beispiel den japanischen Knöterich, der in Europa mittlerweile sehr verbreitet ist und für viele Gärtner eher schon eine Pflanze ist, die sich sehr stark verbreitet und relativ nervt. Können wir mal an die Stängel mit mir rangehen. Das sieht dann hier so aus. Die Form und die Blätter sehen so aus. Und hier kann man die jungen Triebe, die aus der Erde wachsen, wie Spargel essen oder wie Spargel anmachen oder eben halt durch die leichte Säure wie Rhabarber nutzen. Ist natürlich für eher was für die Küche, ist aber auch für einige andere Sachen ganz gut. Zum Beispiel, ich glaube, das ist abführend, wenn man mehrere Sachen davon isst, also eine größere Menge. Ja, des Weiteren hilft es eben halt auch, soll es gegen Verbrennung helfen, aber da müsste man vorsichtig sein, wegen der Keime, die hier dran sein könnten. Aber ansonsten gegen Hautkrankheiten, wenn man die Blätter oder die Wurzeln zerkleinert oder besser gesagt zerdrückt und dann auf die Hautkrankheit legt, soll das auch helfen. Herrlich, ne? Quatsch mich der Kleine da oben ein bisschen zu. Also dafür soll es auch gut sein, man kann Umschläge machen gegen Hautkrankheiten und so weiter. Soll eben halt auch gegen Fieber helfen. Ja, gegen Frauenbeschwerden. Also wenn sich mal die Frau bei euch beschwert,
macht da ein paar Blätter. Nee, also ist eigentlich, hätte ich gar nicht gedacht, eine ziemlich nutzvolle Pflanze. Wenn ich auch die Röhrchen so sehe, wenn man die an der richtigen Stelle halbiert, kann man da bestimmt auch schöne Gefäße draußen machen, um, ja, um andere Kräuter zu sammeln, um Flüssigkeiten zu sammeln, Wasser oder die sind ja innen drin hohl. Das kann ich dann gleich nochmal zeigen an einem älteren Stück. Bei einem älteren Stück mal, dass es hier hinten zu ist. Wenn man jetzt hier das Ganze kappt, kann man das gut als Gefäß nutzen, wie hier, und kann man eben halt Kleinteile etc. ganz gut sammeln. Also japanischer Knöderich. Eine ganz nützliche Pflanze, aber wuchert überall. Da haben wir noch mal eine Pflanze, das ist das Schöllkraut. Da haben wir noch eine ganz gut erhaltene Blüte. Die Blätter sehen dann so aus. Die Pflanze ist also nicht zum Verzehr geeignet, also vorsichtig. Ich zeige euch mal was. Wenn man das jetzt hier abzieht, ein Blatt, sieht man hier diese gelbe Milch und die soll gegen Warzen helfen. Hab ich noch nie probiert. Aber bei dem Bruder hat es funktioniert, ne? Doch schon, ne? Ne? Also wurde schon an anderen Testpersonen probiert und hat auch geholfen. Und ja, also wirklich bloß zum Warzen entfernen gedacht. Auf jeden Fall nicht essen. Das ist, soweit ich weiß, oder wir wissen, keine essbare Pflanze. Das zum medizinischen Aspekt nochmal. Mal sehen, ob wir noch was finden, aber wir werden dann die Runde beenden. Was für ein herrliches Wetter. Irgendwie sind wir immer bei diesem Wetter unterwegs hier. Schwan hält ab und zu seinen Kopf schon immer unter Wasser. Das scheint schon im Teich trocken zu sein. Als die Luft. Naja. So, Flo, besten Dank für deinen Tag. Auf jeden Fall ein interessantes Thema. Deswegen auch nochmal herzliche Grüße an Monty, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Mal sehen, was da so für Pflänzchen alle zusammenkommen, die wir uns dann jederzeit angucken können. Da würde ich sagen, wir sehen uns. Mein Schatz hat gerade eine Brennnessel gebissen oder sowas. Oder eine Mücke, keine Ahnung. Also wir sehen uns. Bye bye. Also bin ich nochmal, muss ja auch nochmal zwei, drei Leute taggen. Fällt mir gerade schwer, weil ich jetzt nie weiß, wer jetzt alles schon mal getaggt worden ist. Ich schreib's da unten rein. Und man sieht sich. Ich hoffe mal, die Sonne kommt bald wieder raus. Das schifft schon wieder. Naja. Ciao, ciao.